Lass es geschehen, YouTube. Herzlich willkommen hier. Der kleine, hier mal das Video zu Master Yi, das Rework. Der wurde nämlich überarbeitet. Der sieht jetzt echt genial aus. Zeige ich das mal. Das ist der Classic Rework. Die Skins könnte ich auch noch zeigen, aber das bleibt euch dann selber überlassen. Das ist einfach der Rework. Ich zeige euch einmal die Attacken mit dem Q, das W, das E und das R. Jetzt machen wir erstmal einen Q in Minions. Das sieht dann so aus. Das ist so geil. Das war der Double Strike gerade. Wieder einer. Irgendwie sind auch seine Abilities verändert worden. Man macht jetzt nämlich irgendwie die ganze Zeit, also je länger man Auto hittet, desto mehr Double Strikes macht man. Beim E wurde das auch verändert, dass man kriegt keinen extra AD-Schaden mehr dazu. Das W wurde auch ein bisschen verändert. Wir machen nochmal das Q. So sieht das Q halt aus. Und falls wir mal in Not sind, das können wir gleich mal testen. Wenn nochmal ein Bot hierher kommt, dann können wir das mal testen. Oder wenn er weiter aus dem Tower rauskommt, weil, wie gesagt, ich habe hier einen 175er Ping. Das ist nicht gerade klasse, damit zu zocken. So, jetzt kommt sie nämlich her. Haben wir einmal das Q gemacht. Das ist das E zum Beispiel. Dann leuchtet das Schwert. Jetzt mache ich die Ulti an. Rausflashen. Ah, Mist. Ah, es ist mit dem Ping. Mit dem Ping hier ist das zum Kotzen. Da kann man dann nicht viel machen. Aber ich versuche es euch trotzdem nochmal. Ich versuche euch trotzdem nochmal das W zu zeigen. Auch der oben, der da mit mir spielt, der hat auch so die Probleme, weil das bei ihm auch so hinterherhinkt mit dem. Aber 178er Ping, das merkst du sofort. Da kann man dann auch nicht viel machen. Aber das Rework sieht auf jeden Fall echt klasse aus. Also ich finde, das ist echt super geworden. Obwohl ich auch der Meinung bin, dass Master Yi das eigentlich gar nicht braucht. Also ich finde Champions viel wichtiger, so wie Sivir ist zum Beispiel ein Champion. Der hat das viel mehr nötig. Dieser AD Carry ist nämlich eigentlich sehr gut, wenn man ihn spielen kann. Einer der besten AD Carries, die ich kenne, glaube ich. So. Das war gerade ein Crit-Hieb. Das war wieder das Q, das kennt man ja. Das E. Aber macht man True Damage dieses Mal. Ja. Aktiv macht es 13. Pff, Alter. Basic Attack Deal Bonus 11. 11 True Damage for 5 seconds afterwards. The passive bonus is lost. Wuchu Style is on cooldown. Boah, krass. Das heißt, man kriegt True Damage dazu. Wahnsinn. Das W ist die Meditation. Das sieht so aus. Und die Ulti haben wir gerade gesehen. Ah! Fuck! Da wollte ich nochmal einen Alpha Strike machen, das hat nicht mehr gezogen. Ja, das ist halt mit dem Q. Pro Level bekommt man dann auch bei der aktivierten Wuju Style bekommt man dann auch True Damage dazu. Alter, das ist ganz schön heftig. Ich weiß aber nicht, ob wenn man das steigert, wir könnten da gleich nochmal gucken. Das ist echt hart hier. Hier gibt es keine leckfreie Zone. Leckfreie Zone. Wenn ihr wisst, was ich meine. Einfach leckfreie Zone, Leute. Es ist schon eklig, was ihr. Dass ihr wieder irgendwas anderes denkt. Und die Ulti hat jetzt Champion Kills Reduction Master. Use Basic Ability Cooldown by 18 Seconds. Assisting Reduction half the amount. Das heißt, die wurde auch verändert. Also bei ihm wurden die Sachen verändert. Das ist jetzt gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so übertrieben, seine Ulti. Die war ja vorher, ist ja der, die Cooldown ist ja komplett weggegangen, wenn man einen Gegner gekillt hat.
glaube ich, ja, das war so bei der alten, oder einen kompletten Assist gekriegt hat. So, und jetzt werde ich langsam immer schneller hier mit ihm. Das ist auch cool, das Alpha Strike sieht echt genial aus. So, jetzt können wir mal gucken, ob der Passive Active Damage und Active Damage Rotation, alles klar. Ja, doch, da. Ja, dann würde ich das eh immer hochskillen, dann bekommt man extra AD dazu, was krass ist. So, jetzt töten wir sie mal. Oh, mit dem extra True Damage, Alter, das ist schon nicht schlecht. Also sieht auf jeden Fall seine Ulti aus. Ich glaube, Master Yi wird dann auch wieder mal öfter gespielt. Ich finde Master Yi auf AD sowieso besser als auf AP auch. Muss ich ehrlich sagen. Und das Ding ist, Master. Ah, ist euch das schon mal aufgefallen hier bei den Abilities? Ich mache das jetzt mal ein bisschen länger extra. Guckt euch das mal an. Seht ihr da irgendwo noch mal AP-Skalierung? Ja, das ist vorbei mit Master Yi auf AP. Das skaliert jetzt rein alles auf AD. Das Q skaliert auf AD. Das ist ja die Heilung. Das ist AP, da ist drauf geschissen. Das ist auch, skaliert alles auf AD. Und ja, Master Yi AP ist, glaube ich, Geschichte, liebe Freunde. Also so wie das aussieht, so wie das hier wirklich aussieht. Und das hat keine Kosten, sehe ich gerade das hier. Das andere hatte Kosten immer. Mit dem Mana. Also, echt hart. Also es wird echt krass, glaube ich. Also das neue Rework ist ja nicht nur einfach nur ein Rework, um das Aussehen zu verändern, sondern es wurden ja auch komplett die Fähigkeiten verändert. Also es skaliert ja jetzt gar nichts mehr auf AP. Also ich kann mich daran erinnern, dass das auf AP doch richtig übertrieben war, dass das Q, glaube ich, auch auf AP skaliert. Das alte. Weil sonst hätten die Leute ja nie AP gespielt. Na, wir hoffen einfach mal, dass die Zeit damit vorbei ist. Dann kann ich ja, das Krasseste ist, ich kann ja auch immer E aktivieren, um den extra True Damage dann zu bekommen. Das ist auch krass. So, jetzt mache ich meine Ulti mal an. Heilige Scheiße. Also ich glaube, Master Yi. Also mit dem neuen Rework, das sieht so awesome aus. Ich glaube auch, das wird ein richtig geiler Jungler jetzt. Da ist er vorher auch schon gewesen, aber mit dem Rework macht das nochmal um Längen mehr Spaß. Wenn man dann auch Attack Speed hat und so, dann. Ja, das ist echt nicht schlecht. Ich würde auch gerne ein volles Spiel zeigen, das mache ich aber wirklich nicht auf dem Server, weil das geht einfach nicht. Das ist. Dafür ist. Es laggt einfach zu hart. Und das Coole ist, dass man das eh auch immer aktivieren kann. Und dann immer den True Damage daneben hat noch, als Nebeneffekt. Oh, die hat einen Double Buff, die alte Möse. Ich würde den gerne haben, aber ich habe keine Ulti. Tippes! Warte, ich habe jetzt gleich meine Ulti. Schön True Damage mit aktivieren. Alter, das geht richtig ab. So, ich meditiere mal. Nein, das geht nicht. Wow, ihre Double Buffs sind gerade ausgelaufen, wo ich sie getötet habe. Ich raste aus. Ja, wir können es auch nur mal gegen Bots einfach mal testen. Das ist nichts Großes, aber wenigstens etwas. So, dann würde ich auch immer. Oh, hat man. Ach, ich freue mich so auf das Rework. Das sieht so genial aus. Wir können jetzt ja mal. Wir holen mal kurz Blue. Ich verlängere das Video hier mal ein bisschen. Also ich wollte eigentlich nur die so Rework-Abilities zeigen oder so, aber wir können ja nochmal ein bisschen was machen. So 2, 3 Minuten können wir ja nochmal schnell einen. Wer die Reworks, wen das reicht, kann ja ausmachen ab dem Teil, wo ich die Abilities einmal durchgezeigt habe mit der Ulti und so. Aber das mit dem True Damage ist echt heftig.
17 extra True Damage. Wenn E aktiviert ist. Boah, 20. 20 extra Schaden ist schon echt hart. Macht aber echt Spaß. So, jetzt hauen wir mal der Ash auf die Backen. Like some parachute. Ulti. E an. Ja, dann haben die auch gar keine Chance. Also, ist zwar nur Bots, aber sobald E an ist mit dem extra Damage, das ist schon echt krass. Also, dass das True Damage geworden ist. Bisschen wie Irelia. Mit ihrem W. Die haben ja Leben verloren. Ah, den Gegner hinterherzukommen ohne Ulti ist nicht so einfach. Like some parachute. Oh. Und jetzt in dem neuen Rework werden auch die Preise geändert komplett. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt. So, jetzt machen wir mal weh, damit wir uns mal selbst recken. Und dann hauen wir der Alten nochmal auf die Backen. Ich glaube, da wird dann auch keiner mehr wegkommen. Okay, kommt ja auch so schon nicht mehr, wenn man Master hier auf AD spielt. Geiles Rework. Sieht auf jeden Fall richtig fett aus. Freue ich mich darauf. Ich sag danke fürs Zuschauen, YouTube. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt... Ciao.